Zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Da ist zu sagen, dass im Kabarett lebt man damit, dass man Kritik einstecken muss, weil man teilt sie auch aus. Und wichtig ist für mich immer die Position, die man auf der Bühne einnimmt. Da ist ja immer auch ein Filter darüber gelegt, über die Texte, über die Nummern, die Figuren. Widerspiegeln ja nicht in jedem Fall meine private Meinung. Und mir, ja, das ist schon ablesbar, aber trotzdem ist es natürlich so, dass ich denke, es gibt ja auch im Publikum Leute, die das verpassen, zu wissen. Ja, das stimmt. Ja, und ja. Auch damit muss man leben, weil in einem gewissen Moment muss man die Texte wie Kinder gehen lassen. Die finden ihren Weg und nicht alle sind damit einverstanden. Und ja, es gibt Leute, die das missverstehen. Und die finden dann natürlich im Gegenteil zu dem, was ich damit meine, die finden dann endlich, sagt mal einer, die Wahrheit. Kann ich mir vorstellen.